Wear mask. Ah, nett. Das ist ja nett. Vielleicht hätte ich auch in dieser Kammer einfach eine Gasmaske. Was? Teilelager? Gucken wir jetzt erstmal zuerst rein. Dass jede neue Luke hier aber auch so eine Herausforderung ist, ne? Achso, falls man keine Gasmaske hat, würde man hier eine bekommen. Das ist nett. Oh, that smells awful. And fatal. Jo, erstmal die Luft. Erstmal die Luft säubern. I think you should excuse yourself. Wo denn? I'm making a fart joke to a pipe. I'm losing my mind. Warte mal. Nein. Lass du mal weg. Da lang? Ach so, ich kann auch so machen. Well, säubern wir die Luft. Just a few weeks, all this gas should just kind of waft out of here. Gut, dass ich einen Blaumann überhaupt noch trage. Vielleicht habe ich mich deswegen angegriffen, weil ich einen Blaumann trage und nicht mein eigentliches Outfit. Das kann sein. Do you like clean air, sir? Oh yes, I'm a big fan. Das Ding ist ja riesig. Keine Gefahr von Come wegen. On, people have a sense of humor. Habe ich jetzt mittlerweile die größte Luke, die wir haben, oder? Gut, dass da einer hockt. After the bombings, I thought we all learned when to put on our gas mask. Okay, der hat nix. Good. Aktivieren. No, I won't need to cross bridges to get here. Wow, hier gibt's echt unglaublich viel Zeug. Nee. Genau die wolltest du ja ausziehen. Bleichmittelziegel, nix. Bobbynadeln, Heilbalsam, Peter. Metallteile. Und Benzin, Metallteile, Brecheisen. Ja, kann ich gleich alles wieder schön ablegen hier. Das ist ja riesig hier. What the fuck? Okay. Noch eine Glühbirne. Ich kann mich da hinsetzen. Dann kann ich da aber wahrscheinlich immer noch nichts drücken. Klebeband. Danke. Klebeband. Teilteile. Ah, Arbeiterpetition. Das Management weiß, dass mutierende Gase ohne Gasmaske tödlich sind. Wir Arbeiter haben wiederholt unsere Besorgnis darüber geäußert, dass unsere Gasmasken nicht die Gesamtdauer einer verlängerten Schicht überstehen. Wir Arbeiter fordern deshalb eine zweite Gasmaske für jeden Arbeiter. Ansonsten darf das Management keine Überstunden mehr verlangen. Ja, wahrscheinlich läuft das so wie in Deutschland, dass das dann scheißegal ist. Tippe ich mal auf. Okay, hier krieg ich keine weiteren Sachen. Und hier geht's nur hoch. Okay. Riesig hier. Mag ich aber. Außer das blöde, blöde Mikrofon sah schon. Das blöde. Ihr wisst, was ich meine. Blöde Radio. Manchmal. Manchmal, aber nur manchmal. Die Bobbynadel lasse ich mal im Inventar. Hier. Den brauche ich erstmal nicht. Die kann auch weg. Hab ich Waffen ein paar mehr? Oh ne. Waffen musste ich mir bald mal wieder ein paar besorgen, habe ich so das Gefühl. Das sieht momentan nicht so gut aus. Na gut. Wir ziehen erstmal den normalen Anzug wieder an. Dann gucken wir hier nochmal. 11 mittlerweile. Puh, ich kann mich unglaublich gesünder machen und ich leide allein dir weniger Schaden. Ich glaube, ich mache erstmal das. Ich mache mich gesünder. Jo. Fein. Dann haben wir mittlerweile schon eine Quest. Wow. Wir kommen ja ganz schön gut voran, ey. Ich schlafe mal bis 8:32 Uhr. Und dann haben wir eventuell bisher Tag und dann können wir uns hier hoffentlich bis aufs Freier bewegen.
Hoffe ich. Ach ja. Das sollten wir auch mal machen. Und dann gehen wir erstmal. Gehen wir dann schon Richtung Sally oder gucken wir uns erstmal ein bisschen um? Also. Am liebsten alles, wa? Ach, Sally ist direkt um die Ecke. Ja, dann gehen wir doch erstmal zu Sally. Da geht's zur nächsten Brücke. Jo. Oh. So, Doktoren. Die habe ich ja voll vergessen. Und ich finde ihn auch sehr schön. Aber die Doktoren habe ich voll vergessen. Was ist denn hier los? Lovely day for it. Lovely day for it. Dankeschön. Oh, nee. Oh, da ist noch einer. Okay, damit steigt das hier alles ganz schön an. In der Schwierigkeit, gibt es hier einen Laden oder so bis jetzt? Nee, es gibt Freudekabine, Schutzraum, Werkbank, Chemie. Da gibt es ein Haus. Das ist Sallys Haus, ne? Reisebüro. Die haben ein Reisebüro? Okay. I guess. Aber bei den Doktoren muss ich jetzt noch mehr aufpassen. Phew. Was ist das Haus hier? Ich glaube schon. Quiet Zone. Ja. Bin zwar nicht wirklich eingeladen, aber... What? Interessanter Garten. Okay, hier ist ein Haus. Warte mal. Nee. Zeitungsbüro, Miss Chenleys Haus. Da ist ein Laden. Eine Apotheke sogar. Okay. Interessant. Da ist auch gesperrt. Oh, es ist wieder so ein Haus, wo man dann wieder rätseln muss, wie man da reinkommt. Ich bin jetzt ein bisschen nervös durch die Doktoren, muss ich zugeben. Ich kann hier auch nicht... Ne, ich kann da nicht klingeln. Hm. Okay, kommt vielleicht später noch. Am Zeitungs... Mrs. Chenleys Haus hängt dieser Freudendetektor, der auf einen schießt sofort, wenn man keine Freude eingeschmissen hat. Warte mal, wie ist denn das mit... Da... Chemie... Was ist das hier? Nee. Das? Nee. Okay, muss ich nochmal gucken, wenn ich am Chemiebau-Ding bin. What's your pleasure, then? Ja, wir tauschen mal ein bisschen. What's your fancy? Oh. Den hätte ich ganz gerne. Sonnenschein. Interessant, dass er die hat. Ach. Jo, hab ich die auch mal. Hab ich Sachen zum Verkaufen für dich? Ich glaube eigentlich nicht. This will be very helpful. Ja, warte mal kurz, du blöder Doktor. Muss mal kurz gucken. 4. Hector, Passwort, Freude, Sonnenschein. F. Okay, das hält aber nicht lang an. Die Sonnenscheinwirkung. Zahlungsbüro. Wir gucken jetzt mal. Wir gucken uns jetzt mal ein bisschen um hier in der Stadt. Beispiel mal. What the fuck? Aber ich finde das besonders interessant, dass die Sonnenschein frei verkäuflich machen. Obwohl es ja eigentlich voll. Ja.
voll das ist, was ja... Machen deine Wurst. Was hast du denn alles? Afternoon. Dörfleisch. Just wow. Hier könnte man aber anscheinend auch... Ne, könnte man nicht. Hätte da sein können, dass man da durch könnte, wenn man wollen würde. Das ist eine Werkbank. In dem Shop oder was? Ach. Nee. Wow. What the fuck? Zwei letzte, die wir haben, aber ist nicht schlimm. Nein, das will ich. Zeitungsbüro oder sonstiges Gedöns. Ich muss zugeben, ich bin ein bisschen überfordert wieder, dass das halt so viel wieder ist. Weil man jetzt halt auf noch viel, viel mehr achten muss halt. I must ask you to kindly open your front door. Freudelosen. Oh, steht sogar schon dran, dass es klemmt. Nice. Das ist aber auch nicht das... Nee. Zahlungsding ist da. Hä? Okay. Was ich gerade sagen wollte, ich bin ein bisschen überwältigt von all dem, weil es wieder so unglaublich viel ist, weil man wieder auf so unglaublich viel achten muss und... Ja, das alles, glaube ich, ein bisschen schwieriger ist. On Holiday, klemmt. Oh, ich hab bald... Sonnenschein lässt bald nach. Giftmüll, okay. Wir gehen mal hier lang. In der Hoffnung, dass wir nicht direkt von irgendwem geschnappt werden. Okay. Weiter von entfernt laufen funktioniert. Aber interessant ist, die alle anscheinend verfolgt werden. Ich denke mal auch, dass man dann denen eventuell helfen kann. Oh. Nee. Das war ein Missklick. Darf mir ja eigentlich ja nicht passieren. Eigentlich nicht, ne. Aber Haus. Gucken wir doch mal. Ah. So ein Haus ist das also. Okay. Ja gut, wir gucken uns ein bisschen weiter nach rechts um. Ich eigentlich gehofft habe, dass wir noch ein paar mehr Quests finden, außer jetzt der einen und Sally. Und Sally können wir anscheinend, glaube ich, nur machen, wenn wir nachts wiederkommen. Weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass die momentan unter Beobachtung steht, so gefühlt. Schien jedenfalls so. Ja gut. Aber ja, das ist... Also Unterschied zum Maidenholm ist schon immens. Das ist doch kacke jetzt, Alter. Vor allen Dingen weiß ich jetzt noch nicht so ganz, wo wir am besten ansetzen bei der ganzen Sache. Weil da schon ziemlich viel ist hier. Und ich meine, bei der alten... Ja, bei Maidenholm konnte man relativ schnell durchsteigen. Durch das ganze System, wenn man halt diesen Perk hat, dass man nachts hier rumlaufen durfte. Und ich glaube, jetzt, wenn man nachts hier rumläuft und irgendwas macht, was man nicht machen sollte, dann gibt's richtig Beef. Hab ich so das Gefühl. Vor allen Dingen, glaube ich, sind wir schon einmal durch. Right? Oh. Ich, revidiere meine Aussage nochmal. Weil ich dachte, jetzt würde eigentlich wieder eine Brücke kommen oder so, anscheinend. Kommt hier ein unglaublich langer Weg. Und der führt wohin?
aufgefallen. Da ich gar nicht drüber nachdenken, dass ich den Weg gleich wieder zurücklaufen muss. Warte mal, hatten wir nicht noch eine Quest mit... Nee. Okay, ich dachte... Weil hier hinten war da irgendwo auch eine Luke, oder? Weil dann würde ich am liebsten direkt beide aufdecken. Dann haben wir es ein bisschen einfacher, uns hier überall durchzusneaken. Ja gut, die Kabinen müsst ihr mir eigentlich nicht kennzeichnen, weil die sind mir eigentlich vollkommen wurscht. Am liebsten würde ich dieses ganze Spiel nochmal neu starten, nicht ohne Freude, aber ich glaube, das geht gar nicht. So, ungefähr. Levitation ist schon sehr beliebt hier, habe ich das Gefühl. Oh. Hast du einen Feuerdetektor? Okay, also wieder Police-Schilder. Ich sehe schon, hier müssen wir da viel, viel nachts machen. Aber ich glaube, tagsüber. Was ist das? Grabungsstelle. Ja, sicher, das. Mitten in der Stadt, wa? Da ist auch immer das da, wo ich Sachen vergrabe. Was haben wir denn hier? Was? Tobis Tabakladen. Oh. Anscheinend nichts, wo man reingehen könnte. Ich versuche jetzt einmal so eine Runde zu drehen, ne? Nicht wundern. Ich hatte eigentlich auch, wie gesagt, gehofft, dass hier ein bisschen mehr Quests sind. Aber irgendwie... Ist das ein normales Haus hier? Jo. Ungeduldige Person. Die. I don't think the train comes here anymore. The train? Oh, because of the, Oh, yes, of course. It's the butcher's boy, Edmund. He's never been late before. That's not Edmund Macmillan, is he? I hope nothing's happened to him. I mean, meat's like gold these days, and he's a bit dim. So Edmund Macmillan's the meat boy now. Mm-hmm. He was the only friend Percy ever really had. Mm. They were always making them both stay after school. I'm glad he found a job. I guess his parents aren't looking after him anymore. Maybe I should see what's become of him. I wonder if he's missed any more deliveries. Öffentliches Bauvorhaben. Jetzt rücken hier aber ganz schön viele Sachen in den Vordergrund. Right as rain, alright? Okay. Ja, wie gesagt, gucken wir alles mal nachts an. Wo soll die Grabungsstelle sein? Da. Okay. Es ist interessant, wie viel man noch findet. Ich hätte nicht gedacht, dass man nach so langer Zeit noch so unglaublich viel findet. Was haben wir denn hier? Hippokratenklub. Okay. Jo. Na, die schmeißen ja nicht wenig weg hier, wa? Konnte man eine Glasflasche aufheben. Ich grabe jetzt einfach mal. Wenn mich irgendwer stört, dann haben die halt, haben die Pech gehabt, nicht ich. Einiges bekommen. Ah, okay. Ist unerlaubtes Betreten. Wunderbar. Machen wir dann. Wie gesagt, will mir gerade erstmal einen Überblick verschaffen über alles, ne? Das ist ein Ärzt. Das soll ein Ärztehaus sein? Na, gut Nacht, du. Das ist aber nicht sehr einladend. Kann mir auch vorstellen, dass es wahrscheinlich später in irgendeiner Quest vorkommen wird, weil sonst hätten die das nicht so unique gestaltet. Gehe ich mal von aus. Wie viele Giftsachen es hier auch schon wieder gibt. Oh dear, I've forgotten about the headmistresses. They get so cross if you're not on joy. Halt. Okay. Macht der Doktor da ein bisschen Sorge, der da genauer steht.
Oh, Schutzraum. Oh, 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 oh. Where? Was? Wo? Da. Dann gehen wir erstmal in den Schutzraum und mischen uns diesen Sonnenschein an. Hieß auch so, gell? Ich meine schon. An sich. Sonnenschein, Sonnenschein. Wellington Underground. Vielleicht mal skillen sollen, dass Schlösser knacken lautloser ist. Hufzschauen haben wir da gefunden, wunderbar. Aber dann haben wir jetzt auch direkt die zweite Luke. Was haben wir jetzt hier unten? Was? Stationen werden Verschönerungen geschlossen. Verschönerung? Verschönerung kann man. What the fuck? Verschönerung kann man jetzt sehen, wie man möchte, wa? Dass jetzt hier so verschönernd ist. Die hier durchziehen. Ja, ist ja nicht gut normal. So, direkt die zweite. Zeug kaufen. Ach, geh. I'll be back in a jiff. Interessant. Einmal aufrüsten. Der ist jetzt göttlich und riesig. Was zum Geier quatscht hier jetzt eigentlich? Das. Siegesfleisch. Mensch, haben wir wieder Sachen ablegen? Wofür sind die eigentlich? Lässt Licht werden. Kleine Taschenlampen. Okay. Interessant. Interessant. Sonst haben wir ja nichts, ne? Nee. So. Ich dachte, ich könnte Sonnenschein herstellen mittlerweile. War mir nicht so. Ach, da. Vogelbeeren. Hatte ich nicht? Vogelbeeren hatte ich nicht? Warte mal. Ist das unter Essen? Ich glaube schon. Ich habe nur Johannisbeeren? Na, das ist ja nice, du. Ich dachte, eigentlich hätte ich die alle mitgenommen. Und da kommen wir jetzt nicht hin. Das ärgert mich ein bisschen. Hier noch Sachen? Nein. Ja gut, wenn ich jetzt aber keine Sonnenscheindinger herstellen kann, ist das alles ein bisschen witzlos, möchte ich mal behaupten. Schade, schade, Schokolade. Weil hier kann ich, ne, kann schon die komischen Nexipit-Pillen kaufen. Dumm das. Wisst ihr was? Ich sammle jetzt offline Vogelbeeren. Ich werde mich, damit ihr ja schon mal Bescheid wisst. Ups, ups. Oh Gott, hab ich leider nah gezoomt. Hier oben hinsetzen lassen für die Vogelbeeren und mich dann hier durcharbeiten bis dahin und da sehen wir uns dann wieder. Okay? Wunderbar. Also, ja. Macht's gut, bis gleich. Tschüssi.